Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 3. Wir sind gerade im Tempel der, oder beim Tempel der Citra und sollen hier Dennis treffen und mit dem sprechen. Das tun wir natürlich. Jason, ganz ruhig, schön sichtbar. Keine Bewegung, okay? Dennis! Wer ist das neben dir? Ein junger Krieger, der Citra vorgeführt werden soll. Kommt näher! Folge mir. Hier drüben, Schritt halten. So, da folgen wir mal Dennis. Mystischer Tempel. Ich würde sagen, wenn wir schon mal im Tempel sind bei Citra, klauen wir gleich was. So, okay, bin ja schon da. Ah, hier. Okay. Mein Freund, oder? Tempel ohne Dach, auch nicht schlecht. Oder kommt der erst da? Ah, der kommt erst da hinten. Was hätten die eigentlich für welche hier? So. Wo Dennis, ist die du hast einen Schlampe? Außenseiter hergebracht. Dieser hier wird nicht versagen. Zurück! Barhanti! Zeig mir deinen Arm. Das ist Jason. Der, von dem ich erzählt habe. Hi. Lehrt man euch in Amerika ohne Erlaubnis zu sprechen? Nein, das habe ich aus Frankreich. Sinopanka Bauer. Eieiei, ei, ei. Da Sehr geht doch was. Tapfer dem Tod ins Gesicht zu lachen. Gute Arbeit. Du kriegst sie zurück, wenn ich sie rausgeschnitten habe. Ich dachte, du hast Humor. Nur wenige Außenseiter sahen diesen Tempel. Die inneren Höfe noch viel weniger. Warum bist du hier? Ich brauche die Kraft, um Vaas zu besiegen und meine Freunde zu retten. Ist das alles? Meine Armee werde ich nicht für dich schicken. Du bist ein Lamm. Keiner von uns. Dann werde ich eben ein Krieger. Sehr lustig. Bitte geh. Er hat meinen Bruder. Was? Und ich werde alles tun, um ihn zu retten. Berikan Saherba. Bring mir, was verloren ist. Dann reden wir. Wow. Ja, Citra sieht das Feuer in dir. Was hat sie gemeint? Bring mir, was verloren ist. Trink, und du findest die Antwort. Ist das Zeug gefährlich? Aus dir spricht die Furcht. Willst du die Kraft, deine Freunde zu retten? Ja. Dann trink. Wir verbringen unser Leben mit Zurückhaltung. Stell dir vor, wie leicht es wäre, sich einfach alles nehmen zu können. Ui, was passiert denn jetzt Schönes? Oh, fuck. Ui, ui, ui. Riley!
Wo bin ich? Jetzt! Warte! Was zum Teufel? Ein sehr, sehr seltsamer Ort. Diese... Was? Grüne Neune, wo sind wir denn jetzt? Was hat denn die für uns für ein Teufelszeug zu trinken gegeben? Das ist so ein gedankiges Vorspiel. Du bist so kurz vor dem Hund. Na los! Mach es! Wenn du für mich arbeiten willst, musst du meine Regeln befolgen. Suche nach dem von Citra gewünschten Objekt. Ja, wenn ich jetzt wüsste, was das für eins wäre. Ich kann ja auch nicht schneller laufen. Nix. Das ist hier irgendwie, bin ich hier wahrscheinlich voll auf so einem Trip da. Ah, das scheint das Objekt wohl zu sein. Ein Dolch. Ich sah meinen Freund und dann meinen kleinen Bruder Riley. Dann folgte ich einem Mann mit weißem Anzug. Da war eine Hüttensiedlung, eine Bar. Dunkel und schäbig. Und, Und ein alter Dolch? Ja, ein alter Dolch mit verzierter Klinge. Woher weißt du das? Du sprichst im Schlaf. Es gibt eine Hüttensiedlung, östlich, im Piratengebiet. Okay, dann gehe ich dahin. Oh, aber die Siedlung ist groß. Wie willst du da einen Dolch finden? Einfach. Beginnen wir mit dem Mann in Weiß. Ah, okay. Also das Objekt von Citra haben wir jetzt demnach noch nicht gefunden. Wir wissen quasi erstmal nur, um was es sich handelt. Und zwar um diesen Dolch. So. Die Schattenseite der Stadt. Wo dürfen wir hin? Ach, du kriegst Humor. Darüber in die Stadt sollen wir. Gut. Das ist jetzt nicht das Problem. Da ist schon eine Schnellreise. Verfügbar. So, wir sind hier. Ne, Moment, wir sind hier. Dieses Relikt würde ich ganz gern gleich noch mitnehmen, wenn wir einmal hier sind. Und dann reisen wir mal dorthin. Untersuche Bad Town. Fähigkeitspunkt haben wir auch wieder erhalten, das ist sehr schön. So, das ist die Citra.
Fähigkeiten. Haben wir da jetzt schon was Neues? Ah, hier haben wir jetzt was Neues dazu bekommen. Sehr gut. Wir haben 4 Fähigkeitspunkte übrigens schon wieder. Drücke R zum schnellen Nachladen von Pistolen oder Scharfschützengewehren, während du mitziehst. Okay, das klingt schon mal gut. Herstellungsverzögerung 50% länger. Seilrutschen, du kannst mit einer einendigen Waffe schießen, während du an einer. Du kannst länger unter Wasser bleiben, bevor du die Atemluft brauchst. Schnell den Gegner. Okay. Was haben wir hier Schönes? Gesundheitsfeld, das nehmen wir auf jeden Fall erstmal. Das nehmen wir auf jeden Fall. Okay. Okay. Ketten-Takedown, das klingt ganz gut. Dann sehen wir auf den nächsten Gegner. Sehr gut. So, Schrotflinte 25 nachladen. Der Hocke schneller klingt auch gut. Klingt auch ganz gut. Drücke F, um einen Standard-Takedown einzuleiten. Ist ein weiterer Gegner im Reichweite, erscheint das Symbol über seinen Kopf. Okay, um das Messer zu werfen, jetzt dreifach. Okay. Schön. Sehr gut. Jetzt haben wir noch einen Punkt. Mir gefällt eigentlich dieses. Fällt eigentlich dieses gehockt schneller laufen. Das nehmen wir mal. So, wie sieht unser Tattoo jetzt aus? Ja, da hat sich wieder einiges getan. Wunderbar. Gut. Jetzt ein Relikt sein. Irgendwo da oben. Na, ach, hier geht's hoch, alles klar. Jetzt bin ich hier oben. Toll. Und jetzt? Okay. Ich nehme zwar an, ich hätte diese Tür hier irgendwie kaputt machen können. Aber. Oh, Scheiße. Das war eine schlechte Idee. Moment. Hier oben ist auf jeden Fall das Relikt, würde ich sagen. Oh, Moment, Moment. Okay, da sind auch noch welche. Sehr gut, das Relikt haben wir auch. Ich hoffe mal, das war's jetzt hier. Okay,
Okay, zack, zack, zack. Hier können wir doch gleich runter, oder? Schauen wir mal zu den Jungs, ob die noch ein bisschen Geld für mich dabei hatten. Wo sind sie? Irgendwo habe ich sie doch umgenietet. So, ich glaube, der Timer hat auch geklingelt. Das bedeutet Folgendes: Wir machen hier erstmal Partende und gehen im nächsten Part nach Bedtown. Genau, und erledigen unsere Hauptmission weiter. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Spaß. Tschüss.